Wer bezahlt die enormen Kosten, die jetzt in der Corona-Krise oder durch die Corona-Krise entstanden sind? Hast du dich das vielleicht auch schon gefragt? Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel bringt einen Lastenausgleich ins Spiel. Und Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister und Vizekanzler, schließt eine Reichensteuer nach der Corona-Krise zumindest nicht aus. Was hat das mit deiner Geldanlage zu tun und was kannst du machen? Bleib unbedingt dran und schau dir das an. Hallo und herzlich willkommen zu Geldkrisensicher Anlegen. Ich bin der Carsten und heute geht es darum, was die beiden Aussagen mit der Reichensteuer und dem Lastenausgleichsgesetz von Herrn Gabriel und von Herrn Scholz mit dir und deiner Geldanlage zu tun haben. Ganz besonders geht es darum, lass dir keine Angst machen, von wem auch immer. Also, lass uns jetzt gemeinsam einsteigen. Ja, wie du es gewohnt bist, möchte ich für dich Dinge heute aufgreifen, die du jederzeit nachrecherchieren kannst, also keine Behauptung, sondern für jeden nachvollziehbar. Und am 17.04. hat unser Finanzminister und Vizekanzler im Fokus und in einigen Zeitungen, das kannst du hier nachlesen, das kannst du googeln, eben schon gesagt, Scholz schließt Reichensteuer nach der Corona-Krise nicht aus. Eine höhere Besteuerung von Besserverdienern zur Finanzierung der Corona-Krise wird dies vermutlich unvermeidbar sein. Okay, das nächste ist, Ex-SPD-Chef Gunter Gabriel, hätte ich bald gesagt, Sigmar Gabriel, fordert eine Vermögensumverteilung nach der Corona-Krise. Auch das wieder kannst du alles nachgoogeln. Und er bringt einen Lastenausgleich ins Spiel. Mit Blick auf die Zeit nach Corona, erklärt Gabriel, es kann schon sein, dass es zu einem solchen Lastenausgleich kommen wird. Da ist dann aber nicht nur die Politik dran beteiligt, sondern sehr viele Menschen und auch die, die weit mehr verdienen als jeder Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Ja, dagegen ist jetzt erstmal einmal nichts zu sagen. Und die Frage ist, wer ist wirklich alles mit dran beteiligt? Weil auch ein Historiker, der Herr Winkler, sagt zum Beispiel, es wird im Zuge dieser Krise zu einer großen oder zu einer der größten materiellen Herausforderungen der deutschen Nachkriegsgeschichte kommen, sagte der Geschichtsprofessor der Düsseldorfer Rheinischen Post Ende März. Ja, das sind einfach Fakten und jeder konnte sich sicherlich auch schon denken, irgendwo müssen die Kosten bezahlt werden. Mir geht es heute um zwei Sachen. Das erste ist, lass dir bitte nicht Panik machen, lass dir bitte nicht Angst machen, weil die Frage ist immer, wenn du solche Nachrichten auf Social Media oder irgendwo hörst oder liest, und das ist derzeit eine Tendenz, die ich beobachte, deswegen mache ich heute dieses kurze Video auf andere Art und Weise. Du wirst verunsichert. Es wird Panik gemacht, es wird Angst geschürt mit Sachen, die teilweise stimmen, die stimmen können, weil bisher wurde immer, er schließt es nicht aus, könnte kommen und so weiter. Ja, wenn ein Politiker das sagt, gehen die Alarmglocken an, das ist richtig. Wovor ich dich eindringlich warnen möchte oder bewahren möchte, warnen ist der falsche Ausdruck, weil du hast selber die Entscheidung, was du an dich ranlässt und nicht. Ich möchte dich davor bewahren, Panik zuzulassen und Angst machen zuzulassen, weil ich sehe in meinem Umfeld immer mehr, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich von diesen Tag für Tag wiederholenden negativen Nachrichten ja einfach Angst und Panik machen lassen. Egal, ob das mit Corona-Krise zu tun hat, ob das mit Arbeitslosigkeit zu tun hat, ob das mit irgendwelchen Steuererhöhungen zu tun hat, wie hier in dem Falle, oder sogar wie manche, wie soll ich sie jetzt nennen, Gurus oder selbsternannte, ich weiß es nicht. Ich sage einfach Menschen, die ihre Meinung kundtun, da ist nichts dagegen zu sagen. Es geht nur um dieses Panikmachen, was ich einfach, wo ich mich nicht mit einreihen möchte. Weil Enteignung in großen Stile, ja klar, kann das alles passieren, kann das alles kommen. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das Ganze? Deswegen lass dich nicht verunsichern, wenn du Immobilienbesitzer bist. Lass dich nicht verunsichern, wenn du irgendwo Geld rumliegen hast, dass alles weg ist. Wir gehen gleich nochmal mit drauf ein. Deswegen habe ich diese Beispiele bewusst genommen, weil immer die Frage, was macht es mit dir gefühlsmäßig, wenn du so eine Nachricht liest? Was macht es mit dir gefühlsmäßig, wenn dann jemand noch mit dem Finger in dieser Wunde mit reinbohrt und irgendwelche Crash-Szenarien aufmalt, Plünderung und hast du nicht gesehen, Enteignung und ihr verliert alles? Bitte sei dort ganz, ganz vorsichtig, weil eins weißt du, das weiß ich, keiner auf dieser Welt
egal welchen Titel er sich gibt, egal welche Qualifizierung er sich, wie er sich nennt, keiner von uns hat die Glaskugel. Es sind alles Thesen, es sind alles Theorien und deswegen sei vorsichtig, was nimmst du für dich an. Die andere Seite ist natürlich die, bleib wachsam, bleib kritisch mit deinen Anlagen, weil eins ist richtig, irgendjemand wird die Zeche bezahlen müssen. Aber das hat nichts mit Corona zu tun, wie ich auch schon in anderen Videos aufgezeigt habe. Wir hatten vorher schon Riesenprobleme. Wir hatten seit 2008 ist die weltweite Staatsverschuldung immer mehr angehäuft. Wir hatten Niedrigzinsen. Wir hatten Nullzinspolitik, wir hatten sogar in die Richtung Negativzinsen, wir hatten Inflation, was losgeht und, also Riesenprobleme, Rentenkassen sind leer. Und natürlich ist jetzt die Befürchtung da, dass clevere Politiker das Ganze nutzen werden und sagen, wir können nichts dafür, sondern Schuld ist die Corona-Krise. Ja, aber auch dort bin ich vorsichtig, weil nicht jeder Politiker ist das Schlitzohr, als was er dargestellt wird, glaube ich zumindest nicht, weil sei auch dort kritisch, in jeder Branche gibt es Menschen, die seriös und kompetent sind und in jeder Branche gibt es auch, seien es Ärzte, seien es egal welche Branche, gibt es auch Menschen, ja, die einfach Dollarzeichen in den Augen haben. Und eins ist auch ganz klar, über Panik, über Angst kannst du Menschen manipulieren, kannst sie verunsichern, kannst Dinge verkaufen und das ist das, wovor ich dich ganz eindeutig bewahren möchte. Was nicht heißt, dass wir keine Probleme haben. Die haben wir, das ist ganz klar, aber die hatten wir auch schon vorher. Ich möchte dir nochmal einen anderen Artikel bringen und zwar ist der, ich glaube von 2013. Auch das kannst du nachgoogeln. Bereits 2013 hat der IWF darüber nachgedacht, eine Vermögensabgabe von 10% pro privaten Haushalt einzuführen. 2013 war das. Stand damals auch überall in der Presse, es wurde auch angekündigt, was wurde umgesetzt? Nichts. Was will ich damit sagen? Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist das eine. Und das andere, mache dir bewusst, wie hast du deine Gelder angelegt, weil du bist dem Ganzen, egal was passiert, egal was eintreten wird, eins ist hundertprozentig, wir haben Probleme und irgendjemand irgendwann muss das Ganze zurückzahlen. Alles ganz klar. Es geht meiner Meinung nach, da gehe ich auch mit vielen mit, in Richtung Währungsreform. Der Euro wird irgendwann crashen, ob das in 5 Jahren ist, in einem halben Jahr, in 20 Jahren, das wissen wir alle nicht. Aber auch, wie du in meinen Videos schon gesehen hast, Währungsreform auch eine völlig normale Geschichte, weil alleine in Deutschland waren in den letzten 150 Jahren 6 Währungsreformen. Das heißt, alle 25 Jahre hatten wir eine Währungsreform. Durchschnittlich sagt man zwischen 40 und 60 Jahre hält eine Währung. Dann ist die Kaufkraft so weit runter, dass einfach wieder eine neue Währung mit reinkommt. Das ist eine völlig normale Geschichte. Deswegen achte auf deine Geldanlagen. Dort möchte ich immer wieder darauf hinweisen, wo bist du investiert? Bist du wie 70% der Bevölkerung überwiegend in Papiergeldern, wie Lebensversicherung, Bausparen, Rentenversicherung, Sparbüchern etc. investiert? Oder hast du auch einen Großteil deines Vermögens in Sachwerten, in Aktien, in Fonds, in Edelmetallen, in Diamanten, in Immobilien und so weiter? Wie ist deine Aufteilung? Damit, mit dieser Entscheidung und mit dieser Anlageentscheidung tust du sehr, sehr viel für dein Vermögen machen oder du trägst dazu bei, egal welche Nachricht kommt, dass du eines Tages sehr viel draufzahlen wirst. Vermögen wirst du verlieren, auf jeden Fall in den Papiergeldern. Habe ich dir auch immer wieder aufgezeigt, gibt es auch auf YouTube genug andere Videos. Ich wollte dir heute nur noch mal zeigen, lass dir keine Angst machen, weil Angst ist der schlechteste Ratgeber, den es gibt. Er lähmt, Angst lähmt und du machst durch Angst viele Fehlentscheidungen. Und das zweite ist, prüfe wirklich deine Geldanlagen, prüfe, wo bist du investiert. Bist du überwiegend in Geldanlagen oder bist du schon sehr gut investiert? Stell sie sehr kritisch auf den Prüfstand. Wenn du das nicht selber machen möchtest oder wenn du das nicht selber kannst, nimm gerne mit mir Verbindung auf, setz dich mit mir in Verbindung, wir reden drüber, ich gebe dir Tipps und Hinweise, das Ganze ist auch kostenfrei. Und wenn du der Meinung bist, dass
Ganze hat Mehrwert, was ich hier liefere. Die Videos sind okay, die Informationen sind okay. Dann freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal Geld krisensicher anlegen investierst. Drück auf die Glocke mit, dass du die zukünftigen Videos auch nicht mehr verpasst. Ich freue mich sehr über deine Meinung, über dein Feedback. Gerne in den Kommentaren mit. Was sind deine Erfahrungen? Was ist deine Meinung zu dem Ganzen? Ich akzeptiere jede Meinung. Ich möchte nur nicht, dass andere beleidigt werden oder dass du Panik schürst. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, muss nicht unbedingt sein. Bitte behandle andere Menschen inklusive dir selber respektvoll. Und wenn du dich respektvoll behandelst, dann gehst du auch mit dir und deinen Geldanlagen anders um. In diesem Sinne, Dankeschön, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Bleib wachsam, bleib stark, lass dir keine Angst, lass dir keine Panik machen. Bleib gesund. Und bis demnächst, dein Carsten.